An den Finanzmärkten sind nach wie vor die Währungsturbulenzen der Schwellenländer ein großes Thema. In einigen Ländern wie Südafrika oder Indien erholen sich die Währungen. Die Maßnahmen der Zentralbanken wirken also. Und heute Abend wird erwartet, dass auch in der Türkei die Leitzinsen angehoben werden. Valerie Haller, was bedeutet das für Anleger und Investoren? Das bedeutet, dass sich die ersten Schwellenländer gegen ihren Währungsverfall sozusagen stemmen. Ob das wirklich langfristigen Erfolg hat, das muss man dann aber doch abwarten. Die Gefahr ist jedenfalls groß, dass unter den Schwellenländern ein ganzer Flächenbrand ausbricht. Und das wiederum würde nichts Gutes bedeuten für die Weltwirtschaft. Die internationalen Investoren ziehen ihr Geld ab. Allein 6 Milliarden Dollar nur aus Schwellenländeraktien seit Jahresanfang. Die Kapitalflucht lässt die Währungen abstürzen, so wie die indische Rupie. Die türkische Lira ist sogar auf den tiefsten Stand aller Zeiten gefallen. Auch robuste Schwellenländer geraten unter Druck. Denn hat ein Schwellenland ein Problem, haben es alle. Dann werfen Anleger diese Länder einfach in einen Topf. Milliarden haben Investoren nach der Finanzkrise in die boomenden Schwellenländer gepumpt. Auch weil die westlichen Notenbanken Geld druckten. Die USA beginnt jetzt aber einen Kurswechsel. Morgen gibt es dazu eine Sitzung in Washington. Dreht sie den Geldhahn dann tatsächlich weiter zu, drohen neue Turbulenzen. Auch der DAX war wegen der Schwellenländer unter Druck geraten, war heute aber davon unberührt aufgrund guter Konjunkturdaten aus den USA. Die Schwellenländer können sich kaum gegen diese Kapitalflucht wehren. Und wie gefährlich das sein kann, hat ja die Asienkrise in den 90er Jahren gezeigt. Aber so weit, meinen Experten, sind wir noch nicht.